Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Waldenbuch-Tipps im YouTube-Channel. Andrea Ehmann und ich freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben ganze Stapel an Weihnachtsbüchern mitgebracht. Aber keine Angst, es dauert trotzdem nicht ewig. Lasst euch mal überraschen. Wir starten mal los mit was ganz Aktuellem, Kriminellen. Weihnachten kann auch kriminell sein. Genau. Und zwar das neue Buch von Louise Penny, der vermisste Weihnachtsgast. Es ist schon der 9. Fall vom Chief Inspector Armand Gamache. Er möchte wieder weg aus Montreal, versucht nach Quebec zu kommen. Es wird alles umstrukturiert im Kommissariat. Es bietet ihm tatsächlich die Chance, dass er wieder ins vorweihnachtliche Quebec kommt. Er ermittelt. Bei seiner besten Freundin ist ein Weihnachtsgast nicht erschienen. Ja, es wird ermittelt. Gleichzeitig bahnt sich aber ein Showdown an, weil sein Vorgesetzter möchte ihn absägen. Es ist wie immer spannend. Es spielt in Quebec. Für alle, die Kanada lieben, perfekt. So, das war das kanadische Weihnachtskrimi-Buch und jetzt wollen wir mal den Stapel hier angucken. Ich fange dann mal an mit Sarah Morgan, Weihnachtszauber Widerwillen. In Weihnachtszauber Widerwillen ist Taylor ein bekannter Skifahrer, hat fast die Goldmedaille gewonnen mit seiner 13-jährigen Tochter, die er während seiner Karriere ziemlich vernachlässigt hat, im Snow Crystal Ski Resort. Er möchte sich mehr um sein Kind kümmern, die Familie zusammenführen. Jetzt hat er zwar einen wunderbaren Urlaub gebucht, hat aber keine Ahnung von Weihnachtsbräuchen. Wie gut, dass er seine ehemalige Bekannte aus der Schule wieder trifft, die jetzt da Skilehrerin ist und ganz viel Ahnung hat von Weihnachtsbräuchen, besonders vom Mistelzweig und den Küssen. Sehr schön. Dann ein neues von Jenny Colgan, Weihnachten im kleinen Inselhotel. Viele von euch kennen Jenny Colgan, weil sie hat schon diese Serie geschrieben mit der Sommerküche am Meer. Das spielt alles auf derselben Insel Muir, eine fiktive Insel vor der Küste Schottlands. In diesem Buch ist unsere Heldin eigentlich ein Mutterschutz, weil sie hat ein Kind bekommen, hat ihr Café geschlossen, aber ihr Bruder möchte ja ein Hotel eröffnen. Und das endet im Chaos, es ist kurz vor Weihnachten, das Hotel ist nicht fertig, der Kamin geht nicht und in der Küche finden unendliche Streitereien mit dem Personal statt. Aber dann kommt der Weihnachtszauber über alles und es endet wunderbar romantisch und glücklich. Also es ist so ein Wohlfühlbuch für am Kamin, also ihr werdet euren Spaß dran haben. Weihnachtsgeschichten, einzelne, schreibt Ilse, Gräfin von Bredow. Immer toter Weihnachtsbaum, ein bisschen konservativer, ein bisschen klassischere Weihnachtsgeschichten mit sehr viel Herz. Es geht um Familie. Auch dieses Buch, wenn ihr was vorlesen wollt, so im Kreis, da sind diese Geschichten wirklich sehr schön. Dann kommt unsere Renate Bergmann. Über Topflappen freut sich ja Leder. Weihnachten ist, wenn meine Tochter Kirsten sich ein Schälchen Müsli nimmt und zu meiner Gans sagt, ich esse keine Leichenteile. Renate Bergmann, die Omi, ist völlig angefressen. Auf so ein Weihnachten hat sie doch keine Lust. Also was macht sie? Sie steigt in den Flieger und besucht ihre Freundin Kirsten. Dummerweise erwischt sie den falschen Flieger und landet in London. Und dann geht das Abenteuer los. Die Ingrid Bergmann-Reihe kennen viele schon, da gibt es ja ganz viele Bände. Auch dieser garantiert heiter, garantiert lustig. Sie erlebt allerhand Abenteuer und mit ihrem Berliner Humor und ihrem pragmatischen Ansatz besteht sie auch alle. Leichte, lockere Lektüre, ja, nicht nur für Omas, im Gegenteil. Dann habe ich noch dabei Sophie Kinsella, Christmas Shopaholic. Ja, Weihnachtenszeit und Einkaufen, da können wir, glaube ich, alle was dazu sagen. Aber hier unsere Heldin, die Becky, möchte es eigentlich eher entspannt angehen. Es gelingt ihr aber nicht. Sie ist frisch umgezogen, sie möchte ihre Wohnung dekorieren. Jetzt ist diese ganze Dekoration, die sie sich vorgestellt hat, die ist alles ausverkauft online. Also muss sie doch wieder losziehen in die Läden.
Ihr Freund hat besondere Wünsche, das gibt es nur in so einem Gentleman's Club, da haben anscheinend nur Männer Zutritt. Wie kriegt sie jetzt die Geschenke her? Ja, und ganz zum Schluss hat sie dann noch eine Freundin, die hätte gerne eine vegane Weihnachtsgans. Also diese Themen ziehen sich durch. Auch das stellt sie für große Probleme, die sie mit Witz und Humor löst. Hier haben wir noch den kleinen Brautladen am Meer. Winter im kleinen Brautladen am Strand, oh Entschuldigung, und Weihnachten im kleinen Brautladen am Strand. Winter, Weihnachtshochzeiten, einfach süß. Für alle, die so eine romantische Ader haben, die heiraten wollen oder gerade geheiratet haben oder einfach gerne die Sendung mit den Brautkleidern sehen, nehmt die Bücher mit, ihr werdet glücklich sein. Und ganz zum Schluss haben wir noch unsere bekannte Autorin Petra Durst-Benning, die darf da nicht fehlen, weil sie hat ja einen wunderschönen Weihnachtsband geschrieben, der in dem Meierhof Genießerdorf spielt. Also es geht auch viel um Weihnachtsgenuss und es geht um den Kampf gegen Plastik-Nikoläuse und den Glühwein aus dem Tetra-Pack. Unsere Freunde, viele kennen die Serie, sie treten alle wieder auf. Und es geht um viel Genuss, um viel Weihnachten, um viel Stimmung und es gibt wieder leckere Rezepte. Habt viel Spaß mit diesem Buch. Ihr könnt natürlich alle Bücher bei uns ausleihen und ihr könnt sie natürlich gerne auch kaufen. Sie sind auch toll zum Verschenken. Also gerade hier das romantische Weihnachten. Gutes Geschenk. Jetzt kommt noch ein weiteres Geschenk von mir. Ein absolutes Muss für alle Kluftinger-Fans, die die Familie Kluftinger mögen. Es geht wieder mal alles schief bei Kluftingers. Die Erika kommt ins Krankenhaus, Kluftinger ist allein, es kündigt sich japanischer Besuch an. Ihr wisst sicher schon, von wem ich rede. Es ist furioses Chaos und es ist witzig, es macht Spaß zu lesen. Es ist aber wirklich kein Krimi, es geht nur um die Familie und es ist ein Buch für eingefleischte Kluftinger-Fans. Jeder, der die Kluftinger-Serie nicht kennt, versteht, glaube ich, den Scherz nicht. Also, auf jeden Fall eine Empfehlung, ein Geschenk, lest das Buch. So, und das waren schon unsere speziellen Weihnachtsbuchtipps. Wir wünschen euch auch schöne Festtage, eine schöne Vorweihnachtszeit, eine schöne Weihnachtszeit und hoffen, dass wir euch im nächsten Jahr dann live und vor Ort in der Bücherei oder hier auf dem YouTube-Channel wiedersehen. Unser Weihnachtswunsch wäre...